Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gamecraft Chapter 1 The Forgotten. Der heutige Aufnahmetag ist der 16. Dezember und in der letzten Folge bzw. in der letzten Aufnahme haben wir uns ein Level nach dem zweiten epischen gemacht. Wie versprochen, begeben wir uns dieses Mal an diese beiden. Wir fangen mit diesem an. Juhu, los geht's. Wie sieht's denn aus? Okay, wir kombinieren diese beiden da. Oder diese vier sind's natürlich. Und hauen da schon mal einen rein. Dann hier noch ein Vierer. Und dann holen wir schon mal die ersten paar Wellen. Und ich hätte hier gerne noch einen Turm. Können wir die anderen Steine auch einfach mal da drauf stellen. Nur damit wir eine kleine Sicherheit haben. Ein bisschen leid. Oh, oh, oh. Ein bisschen laut. Und nicht an Mana vorlaufen. Das ist wie immer eine gute Taktik. Na komm, hier machen wir hier einen schönen Fünfer. Und du darfst dich dahin begnügen. Begeben, was ist denn heute los? Kann ich nicht mehr richtig konjugieren. Daran bin ich doch sonst immer so gut. So, wieder den Mana-Pool aktivieren. Und dann hätte ich hier gerne noch ein schönes Türmchen. Da darf der Vierer hin und der rote Dreier geht nach da unten. Ist ja nicht wirklich ein roter. Naja. Gut, dann können wir ja schon mal ein paar Wasserfelder hier hinbauen und die nächsten Wellen holen. Und die Bosse und nochmal den Mana-Pool aktivieren und nochmal den Mana-Pool aktivieren und nochmal eine Welle holen. Und wieder zwei Wellen holen. Und hier, die kann da auch weg. Dann schauen wir mal, was wir nun machen werden. Ich würde sagen, wir stellen hier noch einen Turm hin. Und dann holen wir den noch nach da oben. Und dann fangen wir mal an, die Steine zu verbessern. Weiteren Dreier. Und dann können wir schon mal die nächste Welle holen. So. Ja, das steht da eigentlich ziemlich gut. Dann bauen wir jetzt Vierer und machen diese zu Fünfern. 966. Lieber ein bisschen warten, nicht, dass wir wieder zu voreilig sind. Komm schon. Also manchmal verfehle ich auch die Felder, das ist etwas nervig, aber man kann es verkraften. Jedenfalls im Moment, da die Folgen nicht sehr gravierend sind. Da sehe ich noch einen Vierer. So. Dann lassen wir diese beiden Walls erstmal kaputt gehen und dann holen wir schon mal die nächste Welle. Und die auch noch. Und jetzt würde ich gerne diesen ganzen Weg mit Wasserfeldern kaputt. Nicht kaputt machen, aber zumüllen. Ja, zumüllen ist ein gutes Wort. Und da darf auch noch eins hin. Und da auch noch. Wie viele Wellen haben wir denn? Na, 28, okay. Ich glaube, das sollten wir auch so schaffen. Bauen wir vielleicht noch hier einen Turm hin. Und da einen Turm.
Und setzen da auch noch Steinchen drauf. Und hier auch noch einen. Haben wir denn das Turmamulett schon bekommen? Das weiß ich gar nicht. Wir bauen einfach mal ein paar, schadet ja nichts. Den Glowing Framescore werden wir aber wohl nicht erreichen. Macht nichts, wir kriegen auch so viele Punkte, die uns sogar eventuell zu einem Level-Up verhelfen werden. Und da haben wir auf jeden Fall nun das Turmamulett. Aber leider kein Level-Up, aber wir müssten doch ziemlich nah dran sein. Wie sieht's aus? Ja, 1 Million Punkte in etwa brauchen wir noch. Begeben wir uns doch einfach mal kurz zu den Skills und schauen, wie es hier aussieht. Ja, total in Ordnung. Gehen wir an das nächste Level. Vielleicht schaffen wir diese beiden sogar in der gleichen Folge. Wäre doch etwas Schönes. Hier darf ein Turm hin. Und der geht dahin. Und dann werden wir die restlichen einfach mal mit diesen Dreiern vollstellen. Und dann holen wir schon mal die ersten paar Wellen. So, 5 sollten reichen. Und die kombinieren wir auch einmal. Und da setzen sie auch schon mal ein bisschen und können dann da zum Beispiel ein bisschen kombinieren. Und hier noch ein bisschen. Und hier. So. Und du einfach auch noch. Ja, da bleibt irgendwie immer ein Stein übrig. Den benutzen wir einfach als kleine nette Gembombe. Das sollte noch einmal fürs Erste reichen. Und wir können mal schauen, wie weit wir mit den Monstern kommen. Währenddessen benutzen wir unser Mana für den Mana Pool. Das ist auch eine gute Idee, solange man nicht wirklich in der Klemme sitzt. Oder es knapp werden könnte. Was ja bei uns im Moment nicht der Fall ist, um den Satz noch zu vervollständigen. Und da kommen Runner-Monsters. Monster. Okay. Na, bitteschön. Oh, du darfst dahin und du da hinten. Und dann können wir auch schon mal anfangen, unsere Vierersteine zu Fünfersteinen zu kombinieren. Und wir könnten ja auch schon mal wieder ein paar Wasserfelder bauen. Hier so zum Beispiel da. Und da. Und einen weiteren Level 4 Stein. Na, hier noch ein Feld. Und ein Boss. 32 Wellen. Ich bin zuversichtlich. Obwohl dieser Boss einigermaßen aushält.
Aber er ist auch langsam. Und vergiftet. Naja. Können wir hier zum Beispiel mal ein bisschen verstärken. Und die Wälder auch noch ranholen. Aber der Boss hier, der ist schon wieder weg. War eine schöne, jedoch leider kurze Zeit mit ihm. Es hat mich gefreut, ihn kennenzulernen. Er war ein netter Mensch, der anderen immer geholfen hat, egal wie sie aussahen, wie sie hießen, welche Nation sie angehörten. Und ich rede mit Absicht in der Vergangenheitsform. Gut. Gepanzerte Monster. Level. Rüstungslevel 21. Da können wir diese beiden Lilanen zeigen, was sie so können. Sie können zum Beispiel nicht das ausgewählte Monster angreifen. Das ist schon mal eine sehr gute Fähigkeit. Nee, von Turm geht's eigentlich. Wenn, dann müssen wir unsere Steine verbessern. Was wir dann auch sogleich tun werden. Ja, hier euch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Sie stoßen auf jeden Fall relativ weit vor. Aber nicht weit genug. Und da kommen gleich zwei Runnerwellen. Ich glaube, das schaffen wir auch so. Wir machen uns mal ein bisschen Amulette. Und können zur Not auch ein paar Gembomben drauf werfen. Aber das sollten wir auch so schaffen. Aber schadet ja nichts. Ich will aber nicht, dass sie durchkommen. Das sind eben die Runner Monsters. Hier einfach ein paar Gembomben draufschmeißen. Kann man auch ein Amulett dafür bekommen. Nein, sie sollten nicht durch. Ui, das war knapp. Nun gut, das Level ist nun auch geschafft. Und sollte alles in eine Folge hineinpassen, das ist doch auch schön. Sollten wir aber nun aber genau den Level abhaben. Schöne Sache.